Hier kann man die Carnuntumer wieder aufgebaute Stadt sehen, von den Römern einmal. Wurde hier extra alles neu aufgebaut und nachgebildet. Hier sind auch noch originale Ausgrabungen natürlich, die neu restauriert werden. Sie sind eine richtig kleine Stadt. Servus, die Mauer. Hier ist euch die Burm. Ja, wie ihr schon gesehen habt, ich bin in Carnuntum unterwegs, in der römischen Ausgabe. Bin hier durchgegangen, bin ich weiter runter zur Donau durchschlagen, durchs Naturschutzgebiet. Und den Tag etwas genießen. Schauen wir mal, was uns vor die Flinte kommt. Ich meine natürlich Linse. Und einfach den Tag ein bisschen genießen. Das schöne Wetter. Wer dabei sein will, ist wie immer herzlich eingeladen. Hier sind noch viele alte Häuser. Dieser wunderschöne alte Baumbestand hier gehört alles noch zum Schloss von unseren Grafen. Was hier hinten ist, zeige ich das noch ein bisschen näher. Hier das Schloss vom Graf, das, wie man sieht, auch gerade restauriert wird. Man darf hier die Flächen frei nutzen. Also ein schöner Zug von ihm. Das ist natürlich auch alles Überschwemmungsgebiet, wie man hier an den Strauch erkennen kann, was da noch alles drauf hängt, in welcher Höhe. Denn wenn die Schleusen geöffnet werden, ist hier alles überflutet. Ich war auch hier schon seit 5-6 Jahren, sicher nicht mehr, denn damals war dieser Weg noch ein Waldweg. So ändert sich's. Da vorne gibt es jetzt auch noch einen Übergang, den wir benutzen, damit wir weiter runter zur Donau kommen. Ja, die Temperaturen sind sagenhaft, obwohl hier der Sonnenschein wechselt mit Wolken. Das sage ich schon mit 25 Grad. Das sind ja hochsommerliche Temperaturen. Wunderschön. Wie ich sehe, wurde da drüben auch ordentlich gerodet. Wahnsinn. Wie gesagt, ich war schon 5-6 Jahre nicht hier. Da sah das alles noch anders aus. Jetzt schaut euch das mal an. Ist das nicht ein idyllisches Örtchen? Einfach nur herrlich. Hier, das ist sein Überlauf, wenn mehr Wasser ist. Auch hier zum Beispiel. Die zerfallen alle. Die sind wie ein. Da ist nichts mehr dran an denen.
das. Mitnehmen für die Buschwuchs. Das bringt sich ja gut. Noch angekommen am Treppelweg. So, ich bin jetzt einmal etwas abseits. Vielleicht finde ich hier noch ein schönes Plätzchen, eine gepflegte Pause. Sieht doch schön hier aus. Ich denke mal, das Plätzchen werde ich mir einnehmen. Ich bin jetzt etwas abseits von der Donau im Wald und habe auch hier nicht unbedingt Wildschweinspuren entdeckt. Außer das hier, das ist sicher schon älter. Also habe auch niemanden entdeckt, hier kein Schweinchen. Also werde ich es mir hier gemütlich machen. Plätzchen hätten wir gefunden. Die Buschbox im Einsatz. Haben wir hier hinten noch einen kleinen Reflektor gebaut. Die sind ja spitzenmäßig. Mal sehen, wie die Kerle brennen. Zeug bringt wirklich gut. Ja, Leute, was gibt es heute zum Essen? Es gibt wieder ein paar Kartoffeln. Die habe ich wieder mal zu Hause vorgeschnitten. Und diesmal was Leckeres. Einen gepflegten Speck dazu, der kommt auch noch in die Pfanne. Und das wird jetzt gemacht. Und los geht's. Schade, dass du das nicht riechen kannst, Freunde. Ah, lecker. So. So, dadurch, dass ich ja den zweiten Weg durchgegangen bin, habe ich
Ich habe nicht mehr viel gefilmt. Das kennt ihr schon. Jetzt bin ich dann sowieso gleich beim Auto. So, dann sind wir wieder am Ausgangspunkt angelangt. Sind auch kurz am Auto. Die letzten Meter werde ich mich hier noch gleich von euch verabschieden. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Grüß euch die Mauern und pfiat euch die Burm. Thank you.